Ja, was taugt das Billigsdorfer Beil von Miltek? Eine wunderbare Frage. Und lustigerweise ist es so, dass ich immer wieder auch die Frage kriege, Reini, du, was ist denn eigentlich eine günstige Bushcrafter-Ausrüstung? Auf Instagram kommt das häufig. Ist das was, diese Billigsdorfer Teile? Wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Billigsdorfer Beil von Miltek. Im Endeffekt ist das ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Es erinnert auch sehr an Fiskars. Wobei man gleich dazu sagen muss, ich glaube X5 heißt die. Die habe ich herborgt, daher kann ich es momentan nicht vergleichen. Die hat meine zumindest nicht so einen Tragegriff mit so einem Teil hier. Ja, das habe ich nur bei den größeren Fiskars. Ja, mag sein. Vielleicht kommt das auch aus demselben Werk aus China, aber wer weiß. Ja, wer weiß. Wird hinten über eine Kreuzschraube diese Verriegelung gehalten. Und auch insgesamt vom Aufbau her erinnert mich das an X5, glaube ich, heißt das. Ja? Schreibt mal einen Kommentar, ich meine das Mini-Beil von Fiskars. Aber ich glaube auch in Erinnerung zu haben, dass das ein bisschen kürzer ist, dieses X5, und das ist doch ein bisschen länger und das macht beim Arbeiten dann auch ein bisschen mehr Spaß. Aber das ist was zum Spalten. Also das ist nicht dazu gedacht, jetzt einen Baum zu fällen, sondern Holz zu spalten, dass man von dieser Batoniererei sozusagen wegkommt und auch sehr effizient arbeiten kann, weil ich bin da viel schneller durch das Holz durch, werden dann noch ein bisschen was hacken und ein bisschen was testen. Und ich mag dieses Video auch gleich benutzen, um so eine Frage, die immer wieder mal kommt auf Instagram, was sind denn so Ausrüstungsgegenstände, wenn ich so ein Messer, wenn ich anfangen will und so. Da kannst du anfangen mit einem Mohrer zum Beispiel. Ja, billige Eigenwerbung, das gibt es natürlich alles bei mir im Shop. Hölle scharf, einfach nachzuschärfen, wenn ich es kaputt mache, ist es okay, wenn ich es verliere, ist es okay. Wird mich jetzt nicht umbringen, 300 Euro Messer verliere. Ist das was anderes? Und so ein Beil dazu und du bist mal total unterwegs. Okay, du kannst vielleicht jetzt nicht Betoning machen mit diesem, aber dafür spaltest halt mit der Axt. Also wir reden hier nicht von Hardcore Survival, sondern wir reden von Bushcraft-Anfänger. Ne? Das ist das ganz was anderes. Da komme ich auch ins Kernholz. Also das ist einmal meine erste Antwort, aber jetzt wollen wir testen. Also ich gehe jetzt auf die harte Tour an. Schau mal. Wenn ich das jetzt im Vergleich zu dem Beil nehme, das wird nicht funktionieren. Das hat aber nichts mit Miltek zu tun, sondern das hat einfach was von der Struktur zu tun. Aber ich will ja testen, ich will ja spielen. Und immer vorsichtig, nämlich die kleinen Äxte, die sind viel, 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 viel gefährlicher als die langen und großen, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt sind wir mal da drinnen, das ist alles gut. Nur ich komme halt, ich habe nicht genug Kraft, um da reinzukommen, dass sich diese... Wie heißt das da noch einmal? Ich vergesse das immer. Das Ding da, dass das auseinander geht, ja? Also diese Spreizung oder wie auch immer das heißt, ja? Ist jetzt mal egal. Also das hat dann, das ist klar. Aber wenn es dann einmal fährt, dann Halleluja! Jetzt Zufall gewesen, ja? Hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell geht, muss ich zugeben, ja? Aber ist cool, ist cool. Das ist halt zum Spalten da. Also fürs Campen, nicht Survival, wo man sagt, ich habe nur ein einziges Messer, sondern wo ich sage, ich gehe jetzt campen, Bushcraft campen und will ein bisschen Kleinholz machen. Und genau da jetzt hier an der Stelle, da wird es jetzt dann interessant, weil da beginnt dann das Teil natürlich Wirkung zu erzielen. Ne? Aha, da ist ein Ast drin. Dann schlagen wir gleich anders rein. Aber jetzt da. Also schön kopflastig, macht richtig schön Spaß, damit zu arbeiten. Also als kleines Camping-Spaltachs-Beilchen, so muss man richtig sagen. Auf jeden Fall okay. Schauen wir uns die Stabilität an. Also ich habe wirklich ernsthaft keine Angst, dass das irgendwie... Ah. Ich biete den Hackstock um, ja. Also da geht der Hackstock. Also nein. Also auch in die, wenn man es jetzt in die Richtungen dreht, also ich will das jetzt nicht überstrapazieren, irgendwann wird das wahrscheinlich nicht gut gehen, aber jetzt zu Kleinigkeiten, das geht alles ohne Probleme. Also wie gesagt, da hebe ich den Hackstock in die Höhe. Cool. Ja, der Langzeittest, der fehlt natürlich jetzt noch. Also ich kann jetzt noch nichts sagen über,
Langzeitbeobachtung habe ich nicht, werden wir aber nachholen. Ich habe bis jetzt nichts Unangenehmes über diese Miltec-Teile da gehört, was aber nichts bedeutet. Ich nehme es in den Langzeittest auf, wir werden es bei den Trainings mitnehmen. Aber da muss ich halt immer extrem vorsichtig sein, weil es braucht eine spezielle Vorbereitung. Also du brauchst da irgendeine Art von Hackstock oder du musst da auch unten am Boden arbeiten, also auf die Knie gehen und weiß ich nicht, zum Beispiel sowas hier haben, ne? Was du dir unten als Hackstock nimmst. Oder es kann auch nur eine ganz normale kleine Scheibe sein. Also du brauchst irgendwas. Ja? Das ist ganz klar notwendig. Und natürlich auch ja, der Aktionsradius ist dadurch deutlich eingeschränkt. Aber das ist so, das soll so sein. Was ich auch noch sage, ich hätte es mir gewünscht in Orange. Oder irgendwo einen orangen Aspekt dabei. Oder komplett orange. Weil dieses Teil, das weiß ich jetzt schon, wenn man da nicht aufpasst, das geht sehr leicht verloren. Mir zumindest. Also wir werden für die Trainings da an der Stelle da oder da am Tragegriff orangenes Bändchen drauf machen. So ein Schnürchen, damit man das auch leichter finden kann. Oder vielleicht umwickeln. Muss ich mir noch überlegen. Das ist so. Über den Stahl kann ich zu wenig sagen. Also es ist jetzt, ich habe jetzt nicht viel gearbeitet. Es war jetzt ein paar Mal wo draufhauen und fertig. Aber ich kenne auch Beile oder Äxte von, da schlagst du einmal wo drauf und es bricht oder so. Das ist hier glücklicherweise nicht der Fall. Also das ist alles bis jetzt normal in Ordnung. Ich werde darüber berichten. Also lass mal ein Abo da, wenn du das erste Mal hier bist. Dann können wir darüber reden. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Wo da deine Meinung dazu liegt von solchen kleinen Beilen und insgesamt diesen Miltec-Beil. Vielleicht hast du das oder... Alles, schreib, was du willst, ja, was dich freut. Daumen nach oben oder nach unten. Ein Abo dalassen, das wäre cool. Da geht's in meinen Shop. Da kommst gleich direkt zu diesem Beil hier. Anderes Video, es hat mich gefreut. Dein René Rossmann, bis bald und ciao.